Back from the dead. Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News. Und heute dreht sich natürlich alles um das Marshmallow-Event, was wir morgen haben werden. Da gibt es ein paar Neuigkeiten dazu für alle Content-Creator, also für alle Leute, die streamen oder gerne ein Video machen möchten. Dann gibt es natürlich Infos zu dem, ja, ich sag mal, der Möglichkeit, die Marshmallow-Sachen freizuschalten. Ihr wisst ja, da gibt es jetzt Challenges, die aktuell laufen. Da zeige ich euch gleich was drüber, wie ihr die vervollständigen könnt. Und ein paar sehr coole Nachrichten für Xbox-Spieler. Und ich würde sagen, wir jumpen mal direkt in die ersten News rein. Also angefangen mit den ersten News, und zwar gute News für alle Xbox-Spieler, denn Xbox Live Gold wird nicht benötigt vom 31. Januar bis inklusive dem 3. Februar, um Fortnite zu spielen. Das heißt also, für alle, die eine Xbox haben, aber kein Xbox Live Gold haben oder bei denen es abgelaufen ist, die können trotzdem beim Event teilnehmen und kostenlos spielen. Finde ich eine richtig geile Sache. Bei PlayStation ist das ja auch so der Fall, dass man da kein PlayStation Plus braucht für Fortnite. Sollte man dann, würde ich sagen, bei Xbox auch so oder beziehungsweise bei Microsoft auch so einführen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch betroffen ist, beziehungsweise wer jetzt endlich spielen kann, wer eine Xbox hat, aber kein Xbox Live Gold hatte. So, bei den zweiten News, bevor wir dann zu der Aufklärung kommen, wie das Ganze funktioniert mit den neuen Sachen, die ihr freischalten könnt. Hier haben wir nochmal eine kurze Mitteilung für alle Content-Creator, für alle Leute, die sich das Event gerne live anschauen möchten. Und ja, es gab ja vor kurzem die Möglichkeit, dass man schon, ich sag mal, reingucken konnte. Da war schon so ein Leak, in dieses Event ein bisschen Musik hören konnte. Und da haben einige Leaker ja Erfahrungen mit Copyright-Strikes gemacht, denn das Ganze war noch nicht komplett aufgeklärt. Ihr müsst wissen, Marshmallow-Songs werden wohl abgespielt, weil er ja auch der DJ ist, ist ja klar. Das heißt, ein paar Songs werden abgespielt innerhalb von Fortnite. Das Ganze war so, dass FX zwar die Rechte hat an Marshmallow, aber nicht die Rechte hat an den Sounds, beziehungsweise nicht an dem an der Musik. Und dadurch hat man dann Copyright Strikes bekommen auf YouTube. Das Ganze ist jetzt sozusagen resolved worden, also gelöst worden, in dem Sinne, dass ihr das machen dürft, in Anführungsstrichen. Allerdings nur, wenn ihr eure Streams beziehungsweise Videos nicht monetarisiert. Denn ansonsten kassiert ihr trotzdem einen Copyright Strike. Das heißt also, ihr könnt ohne Gefahr auf jeden Fall das Event streamen oder Videos von machen, das ist kein Problem. Allerdings nicht monetarisieren, ganz wichtig. Also kein Geld dafür kassieren, keine Werbung reinhauen, denn ansonsten kriegt ihr echt Copyright Strike. So, bei den letzten News geht es natürlich um das Marshmallow-Event, das heißt also, beziehungsweise die Möglichkeit, die Sachen freizuschalten, also das Emote und den Hammer sozusagen freizuschalten von ihm. Und nochmal als Erinnerung, morgen 8 Uhr deutscher Zeit ist das Ganze, also 8 Uhr abends. Ich werde das auf jeden Fall livestreamen, wer vorbeischauen möchte, ein bisschen mitspielen will, kann gerne machen. Wir machen ein paar Subgames vorher und dann gucken wir auf jeden Fall rein. Nur mal eine kurze Info nochmal, soweit ich es mitbekommen habe, wird das ganze Event wohl so stattfinden, dass man sich zwar killen kann, für die paar Minuten, die das ganze Event läuft. Allerdings ist es wohl so, dass man respawnen kann. Das heißt also, es wird ein Limited Time Mode werden. So, und dann kommen wir auch direkt mal zu dem nächsten. Und zwar, ihr seht schon, hier kann man den Hammer bekommen, den Marshy Smasher. Da bin ich ja auch gespannt drauf, weil ich habe mir das ganze Set ja gestern übrigens geholt. Könnt ihr mal reinschreiben, wer sich das ganze Set gegönnt hat, weil ich war übelst gehypt irgendwie darauf. Ja, also als erstes, um den Emote zu bekommen, müsst ihr einmal hierauf tanzen. Also, ihr tanzt einmal oben drauf sozusagen auf dieser neuen Bühne, beziehungsweise diesem neuen Feld irgendwo drauf, wo vorher das Footballfeld war sozusagen bei Pleasant. Da irgendwo drauf tanzen, egal wo, und dann bekommt ihr den Emote sozusagen dann freigeschaltet, sobald ihr dann rausgeht. So, damit dann mit diesem Emote, ganz wichtig, hier auf diesen drei Plätzen hingehen auf der Karte und da einmal tanzen. Ihr seht schon, wo das Ganze ist. Das sind zwei Plätze, die da in Paradise bzw. auf der rechten Seite sind und einmal da bei dem Ice Lake neben Polar Peak. Das heißt, da einmal tanzen jeweils und dann habt ihr die Möglichkeit, auch den Hammer zu bekommen. Geht eigentlich recht einfach, muss man sagen, und ist auch recht schnell zu bewerkstelligen. Auf jeden Fall coole Sache. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr morgen dabei seid. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn einige Leute von euch dabei sind und wir zusammen dann in das Event reingucken können. So, normalerweise zeige ich ja hier Gameplay, aber ich dachte mir, komm, wir beenden das Ganze und starten das Ganze heute in dem Video mit Marshmallow, mit seinem Emote. Richtig nice, ich feiere das irgendwie. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne rein, ob ihr euch das ganze Set gekauft habt. Wenn ja, ob ihr meinen Creator-Code genutzt habt, würde mich mal interessieren. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja gleich noch im Stream. Gleich würde ich ein bisschen streamen und morgen auf jeden Fall dabei sein, 8 Uhr. Wenn ihr nicht bei mir im Stream dabei seid, dann schaut auf jeden Fall selber im Spiel rein, denn auf gar keinen Fall verpassen. Das Ganze wird wohl ein bisschen länger gehen. Das heißt also, wir werden so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein paar Songs von ihm hören. Es werden wohl 4 bis 5 Songs, habe ich irgendwie gehört, oder 3 bis 5 Songs irgendwie aufgespielt da. Ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall wird es ein längeres Event werden. Bin übelst gespannt. Ja, schreibt mal rein, ob ihr genauso gespannt seid wie ich. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zu einer neuen Episode. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.